Hey liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem letzten Video von Upload & Sound 2017. Neben mir ist ein neues Gesicht auf meinem Kanal. Wer bist du, was machst du und stell mal ein bisschen was vor, was du hier so fabriziert hast. Hallo, mein Name ist Steffen Schulte. Wir haben eine Kunststoffverarbeitung im Sauerland und wir haben mit The Snap ein Traversentool zum Kabelmanagement entwickelt. Okay. Wir haben eine Klammer entwickelt, die ich ganz einfach mit einer Hand auf die Traverse aufklemmen kann. Dann habe ich einen Bügel, wo ich das Kabel ganz einfach drunter führen kann. Ich verriegel den Bügel mit einer Hand und mein Kabel ist fest. Bügel wieder auf, Kabel raus, Klammer ab, kein Klebeband benutzt, kein Müll auf dem Boden, nix. Das ist echt geil. Jetzt würde mich interessieren, wie stabil ist das Ganze überhaupt? Das Ganze ist sehr stabil. Es ist ein zertifiziertes Material aus der Baubranche. Wir können einfach mal eins nehmen, das legen wir mal auf den Boden und treten drauf rum. Es hört sich sehr böse an. Aber wie man sieht, es ist einfach nur dieser Bügel, der hier vorne über den Haken gleitet. Das Teil ist unversehrt. Wir können es einfach wieder aufstecken und weiter benutzen. Jetzt haben wir ein Problem. Haben wir nur einzelne Kabel, ist dieser Bereich des Bügels sehr, sehr groß. Das ist sehr unbefriedigend, da das Kabel dann einfach da drin rumschlackert. So haben wir die Möglichkeit, einen optionalen O-Ring zu montieren. Dieser O-Ring läuft von hier hinten in diesem Pfeilbereich zur Spitze des Bügels. Dadurch habe ich genau die gleiche Arbeitsweise. Ich führe das Kabel einfach wieder unter, bin direkt unter dem O-Ring, verriegel den Bügel und mein Kabel wird wesentlich akkurater geführt. Also eine an sich echt clevere Idee, muss ich sagen. Gefällt mir sehr. Ich habe ja schon zwei Probestücke bekommen. Ich werde es ausprobieren. Auf jeden Fall nochmal das Feedback unten in die Videobeschreibung reinschreiben. Und erzähl mal noch, man kann doch auf Verteiler einklicken. Das ist auch sehr cool. Genau, das hast du richtig gesehen. Wir haben den 0815 Steckdosenverteiler. Eigentlich nicht erlaubt, aber trotzdem sehr beliebt in unserer Branche. Wir nehmen ihn, klicken ihn einfach rein und es ist fertig. Wir können ihn mit einer Hand einstecken und wir können ihn auch mit einer Hand wieder rausziehen. Vor allem, mir fällt keine Dose weg, weil ich mit dem Zumpel immer rumgehe und somit habe ich noch alle frei an sich, ne? Das ist richtig. Viele haben uns nach einer Zweitsicherung gefragt, weil ich ja vorher zwei Streifen Klebeband verwendet habe. Dann kann ich einfach eine zweite Klammer nehmen, mache sie parallel daneben, drehe sie mir in die gleiche Geometrie und klicke sie ein. So gesehen habe ich auch meine Zweitsicherung realisiert. Als letzte Funktion haben wir einen geteilten Bügel designt. Zwischen diesem Bügel kann ich ein 10 mm Drahtseil legen, sodass das Drahtseil nicht direkt die Traverse berührt und ich keine Kratzer zum Beispiel auf meiner Pulverbeschichtung erzeuge. Viele werden jetzt sagen, ja, aber wenn ich da Last dranhänge, wird ja vorne dieser filigrane Bereich, wird der abbrechen. Dem ist nicht so. In dieser Position drückt es sich in eine Art Schutzraum, sodass das Drahtseil gar nicht den Bügel berührt. Das Ganze gibt es in zwei Versionen. Einmal mit Steckdosenhalter und, weil ich nicht alle 30 cm eine Steckdose brauche, habe ich eine Version ohne Steckdosenhalter. Das Ganze gibt es in unserem Online-Shop, wird aber auch, ich denke mal, in einem halben Jahr bei den größeren Vertrieben gelistet sein und ist erhältlich in Schwarz und einem Silber. In der Videobeschreibung alles drin. Nicht zur Hand habe. Ja. Genau. Ja, vielen Dank. Ein echt cooles Produkt, muss ich sagen. Eine clevere Idee. Und wie alt ist das Produkt? Wie alt ist diese Idee? Also das Produkt ist ungefähr anderthalb Wochen fertig. Unsere Website ist seit zwei Tagen online, also eigentlich auch einen Tag zu spät zur Musikmesse online gegangen. Deshalb waren ein paar schlaflose Nächte, aber wir sind... Was heißt zu spät? Ich meine, das ging super schnell. Ich meine, eine Woche Idee und buff auf der Messe. Also das muss man erstmal schaffen. Ja, wir waren die durchgewunken wurden. Wir haben immer gesagt, ja, wir sind Nachmelder oder so, wir brauchten keine Tickets vorzeigen oder so. Die haben immer gesagt, komm, geht einfach durch, ihr seid eh total verrückt. Ja, super, ey, vielen Dank für deine Zeit, echt cooles Produkt. Wie gesagt, nochmal alle Infos unten in der Videobeschreibung und wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr auf der Musikmesse wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.